This is December 14th in Koenig's lab. He is of opinion that by using ultraviolet light, the volume of the voices went up. Mm-hmm. But the same things seem to happen when he is at the radiating the electromagnetic field from his generator together with the ultrasonic field, okay, enhancing the volume of the voices. Mm-hmm. Ja, das sieht so aus, Herr König, als wenn eben irgendein Damen und so wie ich es von drüben mitbekommen habe, waren die froh, mhm, dass ich die UV-Strahlen benutze, mhm, um sich besser auf den Band dann Ja, und haben Sie Kommentare jetzt auch bezüglich dieses ausgesendeten elektromagnetischen Signals in ähnlicher Weise? Ist ja, das von denen ja, das, auch das war begrüßt ja das, wo, worden? Wo oder wie? Kam, da habe ich gesagt, ich habe eine ganz gute Idee, ich mache jetzt nochmal Zusatz mit elektromagnetischen Signalen. Prima Idee, könnte, hätte von mir sein können. Ja, so the story behind is that apparently in the beginning they asked several times that he use ultraviolet radiation during his receiving tests. And now it came to his mind to introduce the electromagnetic field from the generator into space, and this was acknowledged from the other side, one man or somebody saying, well, this idea could have been by myself or from myself. And it is working. Ja, haben Sie das jetzt auch so verbunden, dass Sie rausgehen mit dem elektromagnetischen Feld? Ja, Feld? Und welches ist, was ist da die Antenne? Aha, über die Antenne. Ja. Aha. So he uses this antenna here to radiate, not for George only, to radiate the electromagnetic field. This is used as the antenna to radiate the electromagnetic field into space here, together with the ultrasonic field. Ja, und dann noch dieses Feld, also vielmehr zwei Felder, die noch zusätzlich. Ja, natürlich. Und erzähl bitte, für ihn, ob ich nicht richtig sein hier, aber was die gestern hat mit mir gesagt, ist, dass der Nervfeld, in der Nähe fällt, der Nearfield. Ja, das Nachfeld. Ja. Gut. Okay, die Energie ist nicht normaler. Kennst du, was ich meinst hier? Wann wir haben die Dipole? Ja. Okay. Ja. Und die Wellenlänge? Wellenlänge, ja. Okay. OBS ist lange dann wir, wo wir arbeiten, okay? Ja. Die Energie hier, die Kreuzeprodukt, ist nicht nur, als wir finden für jeder. Für das Fernfeld, im Fernfeld sind sie rectangular und in phase. In the near field. It is not like this. In dieses Raum, wir haben nur dieses magnetic Welle. Die magnetische Welle, sein magnetic Welle finden. Mm-hmm. Ohne die elektronische Welle. Ja, ohne die elektrische. Elektrische, ja. Mm-hmm. Ja. Kennst du das? Wisst du das? Das ist wirklich. I only know that. Das Information mitbringen, lässt du besuchen. Yeah, the question is, you know, they are very, very careful in the normal textbooks to talk about the near field, because the near field has a very complex structure. Exactly. Yeah, so they exactly. Say, and that's what we are working in. 10 wavelengths away and forget about the near field. Yeah, and that's what we are arbeiten here. And you see, George, this is what this fellow in Oregon is doing. Have you just discussed with him, the man in Oregon? We have a fellow in Oregon. No. And he knows of these same things that Herr Koenig knows of. Mm-hmm. And he is just now getting his transducers prepared, and he's looking for financial support from some doctors. Uh-huh. And he wants to use this for health and positive feedback and development of psychic. Yes. But it's the same thing. The six transducers. Yeah. Uh-huh.
Uh-huh. And he's going to display them on a TV screen, and you can see the energy amplitude which he's discussing. Uh-huh. And we have not told him anything about Koenig's work. He is learning this from his guide. Okay? Okay, yeah. Okay, yeah. So he is in communication with us. Uh-huh. We have told him we will send him things, and the first thing I send him is the properties of the near field. He said this is exactly it. That it is the impedance that you form in Deskahen, but the transducers, you must have the correct quartz product where the Senegizine. Nicht aus hier oder hier. Is dasselbe as mit Fusenreaktor and so you met that energy is in on a reflection. Das ist was is all getun. So that you have this feedback that you send energy in and it comes back. And this is what he's controlling. New man, we only have talked with him on the telephone 1 hour. He's very excited. Good. But he is not interested, I mean, in this special type of quantum communication, but he is using it for healing purposes or wants to advance it in this direction. He has not related what this is. Mm-hmm. I know he knows it could go into this, but his first commitment to the people he is talking to is something beneficial for the health and for the psyche. He's working with doctors. But yes, I believe that he will, if he is successful, try to do the same thing that Herr Koenig is doing. Mm-hmm. And we are not giving him information because if he does not have the spiritual development to go with it, and we give him the information, we bear the responsibility. So we help him, and what he asked for was only to know what, if he knew the correct information, where he could find documentation to support it. Yeah. So we send him the documentation about the near fields. Yeah. What's the vital? Okay. Good. Yeah. So, wir können ja mal versuchen. Und was ist los hier? Hier ist zum Beispiel die Frequenz im Ultraschallbereich, hier wird nochmal offen. Aha. Auch mal schön rausgegeben. So, das ist jetzt das Bild, was wir hören. Ich nehme es mal auf. Hier muss ich jetzt was manifestieren. Dann. Und man kann es auch hier am, dann geht es dann auch, am Bildschirm sehen, ob jetzt eine Stimme kommt. Also in dem Bereich. So, fangen wir mal an. So, ist heute der 14.12.1983, Zeit 11:03 Uhr. Wir rufen unsere jenseitigen Freunde und bitten sie, sich zu melden. Hier ist Mr. Meek, Mr. Kesselring, Herr Professor Senkowski. Das ist das Film. Seid ihr da? Hallo Freunde. Bitte um Kontakt. Gib bitte ein Zeichen. Helmut, bist du da? Kannst du dich melden? Eventuell ist es möglich, mit Walter Strand in Kontakt zu kommen. Dauert immer etwas, bis ich das alles aufbaue. Wir können auch genauso gut Pech haben, dass ich gar nichts tue. Kann auch passieren. Hallo Freunde. Thank you.
war ich schon mit ihm in Kontakt. Du wisst, dass wir hier eine Einspielung machen. Dass wir euch die richtige Frequenz. Hallo? Wir sind da, Herr König, oder sowas? Ja, ich hab's verstanden. Wer bist du? Hallo? Ja, wer bist du? Sag bitte deinen Namen. Hallo, Freund. Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir haben schon mal zusammen gesprochen. Ich habe auch Besuch hier, wisst ihr das? Hallo. Guten Tag, meine Freunde. Ja. Wir begrüßen euch auch. Könnt ihr sehen oder wisst ihr, wer er ist? Könnt ihr was dazu sagen? Könnt ihr mir sagen, wer hier ist? Oh, das war schwer. Das war ein bisschen schnell. Langsamer. Wie ist mit weiter Steinöfel? Finde für Mittel. Habe ich noch viele Fragen. Es ist möglich, in Kontakt zu kommen. Aurora? Ja. Damit gleich Aurora. Aurora. Ja. Danke. Für wen war das bestimmt? Warum sind die Pausen so groß? Braucht ihr immer neue Energie, um sprechen zu können?
Wunderbar. Walter Steinöcke. Oh, prima. Wir haben ganz deutlich gehört. Walter Steinöcke, wo befindest du dich jetzt? Wo bist du? Wunderschön. Kannst du... Jenseits. Ja. Und was machst du drüben? Hast du eine Aufgabe? Kannst du uns sagen, was du drüben machst? Alter. Forscher. War das richtig, Forscher? Sag mal was, Walter. Kannst du irgendwas berichten? Was Wesentliches? Was für uns interessant wäre? Für alles interessant. Mönchengladbach. Hm. Was war damit gemeint, ist in Mönchengladbach? Das war wunderbar. Aber was ist in noch jemand anders da, der sprechen könnte. Vielleicht mehr Kraft hat. Ist noch jemand bereit, mit uns zu sprechen? Noch leise Stimmen machen können. Mhm.
Ich glaube, dann machen wir mal kurz. Wir warten noch ein paar Minuten. Ich muss das nicht verbrennen. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch. Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Wir schalten dann ab. Ende. Ende der ersten Aufnahme. Let me see. Was das da war. Bob, would you ask Hans Otto if he would kindly identify the pieces of equipment that were used in that transmission, just for me to point them out as to what they are. Okay. I'm asking him. Okay. Excel, Mean, Ignatius, Most, Arbeit. Okay, the electronic. Yeah. I'm asking again, the one for that film is in. Belcher Mechanism was there to have been used, but Jesus has opened. Yeah. Okay. And if you have a history, you can. In Princess fight, died by pocket. Even though auf Deutsch, this is okay. And on Wirken and Physicism, it's not. Yeah. You like it? Yeah. Gut. So, schaut mal am besten mal alles an. Ja. Sollen wir hier noch eine Lampe mit anmachen? Ach, ob du merkst. Mach's nichts. Das ist okay. Will you take another second? Or this afternoon, know? Yes. Ah, after right. So, I don't disturb you now. No. Not at all. Also, ich kann nicht survive, ne? Ernst, turn off the zombie. All right. Yeah. Mal ganz kurz erklären. So, okay. Ja. So, das ist hier von mir der entwickelte Generator. Er besteht aus zwei bzw. drei Grundfrequenzen. Und jeder Generator, Grundfrequenzgenerator, strahlt Rechteckspannungen aus, die also die viele Oberwellen erzeugen. Zusätzlich sind hier zwei Wobble-Generatoren beinhaltet. Einmal, die Ultraschallfrequenz nach oben hin überfährt und zum anderen die Ultraschallfrequenz von oben nach unten überfährt. Und irgendwo auf einen Punkt treffen sich die beiden Frequenzen und geben dann ein dichtes Band an Schwingungen, die dann den Jenseitsfrequenzen zugeordnet werden. Einmal als akustisches Signal, das wird hier mit zwei Feldern ausgestrahlt, was sich dann im Raum ausbreitet, und zum anderen ein elektromagnetisches Signal, was über die Antenne abgestrahlt wird. Zusätzlich bin ich in der Lage, die Frequenzen, also was von drüben kommt, hier optisch direkt zu verfolgen, und zum anderen habe ich die Möglichkeit, über einen Schreiber einmal die angebotene Frequenzspektrum, was ich ausschicke, aufzuzeichnen, und zum anderen habe ich die Möglichkeit, die Jenseitsfrequenzen zusätzlich ebenfalls aufzuzeichnen. Somit habe ich dann ein Bild, und ich kann mir hier ein Bild machen, in welchem Verhältnis das jetzt steht, was von drüben kommt und was ich ausschicke an Energien. So, das wird dann so
der Ultraschallanlage, also zu dem Generator. Das Ganze wird dann aufgenommen über ein Tonbandgerät in Stereo. Auf dem linken Kanal wird die Frequenz von drüben, also die Differenzfrequenz, die hier erzeugt wird, von drüben aufgezeichnet. Und auf dem anderen Kanal wird die Stimme aufgenommen, beziehungsweise die Stimme des Experimentators oder das, was hier im Raum geschieht. Somit haben wir die Möglichkeit, wenn ich seine Stimme in der Sprache des Experimentators hineinfallen sollte, ist ja meistens so, dass man das dann nicht mehr verstehen kann, dann hat man hier die Möglichkeit, auf dem anderen Kanal separat die Stimme nochmal abzufragen, die von drüben kam, und somit hat man da bessere Verständigungsmöglichkeiten. So, das war's. Danke. Gerät ist ein Umschaltgerät oder nein, ist mit der Tonerzeugung? Das ist ein zusätzlicher Wobbelgenerator, der einen Bereich von über 100 kHz überwobbelt, zusätzlich nochmal. This is an additional wobbling generator producing a frequency range above 100 kHz. Ja, hier kann ich einmal nur im Niederfrequenzbereich, also eine Sinusspannung herausholen, und hier ist eine Rechteckspannung. So, this is sine waves and rectangular waves. Mein Experimenten vielleicht um 300 kHz. Ich habe das Mächte-Gefälle. Also, er geht ziemlich hoch, der geht bis im Kopfzwellenbereich hinein. Also die Oberschwingung, ja, die Harmonics are very high up in the top. Und dann haben wir vielleicht nicht Rechte-Gefälle. Wir haben dann die Sinus. Ja, das wird vielleicht dann sinusförmig oder so. Ja, das gibt Impulse, das hängt dann ganz davon ab, was man dran hängt. Nicht? Ja, ich möchte das stellen vor, in Mitfeld mit ihm und manchmal hier. Okay. Während ich habe eine Frage. Ja, okay. Mit der Keramik-Transducer hier, wenn ich Brechting wähle, stell vor hier. Ja. Okay. Auskommen Sinus. Kennst du das? Wisst du das? Ja? Ist das richtig? Oder hast du den Röntgenwelle aus akustisch? Ja. Ist die akustische? Ja, es kommt Röntgenwelle raus. Ja. Und wie ist es, dass du bei Oszilloskop das sehen oder findest? Prüfen. Siehst du, während ich ein Keramik-Transducer stelle vor hier, und dann zu meinem Oszilloskop. Ich finde die Sinus, okay? Ja, es wird ja die Differenzfrequenz, die hier im Raum erzeugt wird, also resultieren aus der Frequenz, die ich hier abstrahle, und die Jenseitsfrequenz, wird über ein Mikrofon aufgenommen. Über das Mikrofon aufgenommen. Und wird dann über einen Oszillographen sichtbar gemacht. Und also, ist das Richtige? Ja, ich weiß nicht, ob ihm das klar geworden ist. Er meint Folgendes. Wenn er mit seinen Rechteckschwingungen an seinen Transducer geht und das Signal dann wieder aufweckt, dann ist das Signal nicht mehr rechteckig, was er über das Schaltfeld bekommt und auf dem Aufnahmekopf hat, sondern das ist sinusförmig. Das hat er mir auch gezeigt. Ach so. Ja, die Frage ist, ob Sie wirklich nachprüfen konnten, dass wenn Sie mit Ihren Rechteckwellen an Ihre Transducer dran gehen, im Raum auch diese Rechteckwellen sind. Ja, die Frage ist also, wie haben Sie das gemessen? Ach so, über das Mikrofon. Mikrofon. Und das dann über das Oszilloskop. He attached the condenser microphone output of the oszilloscope input. Und ich finde Sinus von mir. Rectangular waves. Ja, das ist nicht richtig. Ich weiß das, die Geistin sagt, die Welle sei und werden sein richtige. Nicht Sinus, ja? Okay, das ist warum ich hat das gefragt. Und er sagt, das ist richtige und akustisch, ja.
So, wer kann mal das tun? Ich muss das tun in North Carolina. Ja, ja. Ich habe ein Problem hier. Ja, das Problem ist aber, dass er eben jetzt die Sinuswellen beobachtet an seinem Eingang. But what did you use as a receiving transducer? Did you use a condenser microphone or did you use another transducer? First, I used an acoustic microphone. Yeah. Yes. And sometimes I use the transducer like this. In here, I have the lead zirconium titanate transducer. All I have is a floating piston. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Das ist also ein Stempel, der frei beweglich ist. Dann ja. Ja. Und ich habe mein PCT hier. Yeah. In here the wires here. So aus. And this is for shielding. Yeah. Ja, das ist nur eine Abschirmung. Ja. So wann hier an you and I have played with this. Ja. Vielleicht können merkt es so machen. Ja. Ja. Und ein Puffer machen hier für dieses. So, calibration. Ja, er möchte das also eventuell dann hier dran mal eichen und dann eben mit dieser Eichung bei sich drüben versuchen. Herr König, es ist also ganz merkwürdig. Wir haben, is it still running, the camera, or not? Wir haben bei uns zu Hause mit meinem Sohn, der hat also diese Transducer, wir haben diese einfachen nicht, die man da von Völkner und so weiter bekommt. Ja, ja. Und er hat sie einfach getestet, ob sie in Ordnung sind, weil die sind neu gekommen. Und er hat also rumgespielt auch. Und das Interessante ist, ich habe ja auch Rechtecke, und er hat also einmal einen Sinus auf den Sendetransducer gegeben und einmal ein Rechteck und hat aber mit einem anderen, gleichen Typ Transducer über das Oszilloskop beobachtet, was er jetzt empfängt. Und das Merkwürdige ist, dass er auch in beiden Fällen, egal was er vorne reinschickt, entweder Sinus oder Rechteck, hinten nur Sinus rausbekommt. Ja, das ist ja merkwürdig. Wo tritt die Umformung oder die Verformung denn auf? Ja, das wissen wir eben nicht. Ich meine, die Verformung kann natürlich einerseits auftreten in dem Sendetransducer, sie kann aber auch auftreten im Empfängertransducer, weil beide natürlich nicht. Schauen Sie, wenn Sie Rechtecke übertragen wollen, müssen Sie ja diese steilen Flanken mit übertragen. Und nehmen wir mal an, Sie haben jetzt eine Rechteckschwingung von 20 kHz. Damit das Rechteck einigermaßen durchkommt, muss der Transducer mindestens bis 100 kHz gehen. Vielleicht noch höher, sonst verzerrt er das Rechteck und macht automatischen Sinus draus. Der ist also wie ein Schwungrad praktisch. Ja. Und wenn Sie ein Schwungrad antippen, dann läuft das Schwungrad praktisch immer noch ziemlich gleichmäßig durch. Dass dieser Schwung, man sagt ja richtig Schwungrad-Effekt. Und es kann natürlich in dem einen passieren, es kann in dem anderen passieren, es kann auch in beiden passieren. Deswegen ist es interessant, wenn Sie sagen, Sie benutzen zur Aufnahme und zur Kontrolle ein Kondensatormikrofon, da kann es natürlich sein, dass Sie einen Typ haben, bei dem die Frequenzempfindlichkeit so weit oben liegt, dass tatsächlich das Rechteck noch durchkommt. Das heißt, dann würde es nicht am Sendetransducer liegen, sondern der Sendetransducer würde das noch machen, aber es würde am Empfänger liegen. Ja. Und das ist sein Problem, dass er bisher und wir auch zu Hause wirklich nur auf dem Empfängertransducer dann keine Rechtecke mehr, sondern nur noch Sinus beobachtet haben. Ist klar das Problem, ja? Ja. Ja, das muss man ja mal. So try to calibrate or do your calibration. The problem is quite clear, but we don't know how to explain the discrepancy, you know? Well, yes, and this is why I wanted to at least, if possible, get some way I can make my square waves come out as acoustic square waves. Yeah. For the low frequencies, I can do this. Yeah. Yeah. Aha. For the high frequencies. Yes. Yeah. But das ist was Neues noch. Herr König, er sagt, bei den tiefen Frequenzen kriegt die Rechtecke eben auch raus. Nur bei den höheren Frequenzen, dann wird die Sache rund. Das heißt, es ist augenscheinlich so, dass da eben einfach Die Frequenz, das Ding das zu träge ist. Ja, das praktisch. Ist eine Trägheit. Ja. Die sind ja sowieso, ist ja ein Piezoelectric. Piezoelectric, ja. Was Piezoelectric, ja. Die machen ja alles Mögliche. Ja. There are several resonances in them. Yes. Wir geben jetzt mal eine Rechteckspannung drauf. Ja,
glaube, wir kennen nicht die Wochen, welche kommen heute. Yeah. Wir kennen nicht die Geister, welche kommen heute Morgen. Mm-hmm. Wir kennen ihn nicht, ja? Die Geister? Doch, sicher, ja? der war der Steinhöckel, ja. Oh, ja. Ja, den kennen wir, ja. Gut. Der ist ja bekannt, ja. Oh, gut. Den kennen wir. Hier ist eine Leise, die sagt schon, hier ist Walter. Hier ist Walter. Schön, ja. Ja. Ist schon drin. Ja. Wir sind dabei König, heißt er. Hör mal zu, das ist die erste. Wir sind dabei König. Ja, ja. We are there at König. Ja. So, wir merken, wir sind was die Christen hier sein. Ihr glaubt, dass der letzte Besucher war um 20 oder 30 Kilohertz. Und jetzt, ich glaube, im Bobbelsystem. Ja, ja, und vielleicht um 100 Kilohertz, 200 Kilohertz. Wie viel? Nee, das Bobbelfrequenz hat sich eben eingestellt, so bei 400 Kilohertz, für 400 Hertz. What's kind of good here? Yeah. The hern or the heel or what? It was your horn. Okay. Das hier ist jetzt ein Sinus, der war nicht von hier vorne. Wo ich jetzt ausschalte, ist immer noch da. Ja. Das ist der Sinus, so. Ja? Offen? Ist offen, ja.
Ja, das ist okay, vielleicht. Ja? Was denkst du hier? Ja. Dass ich so das tiefe Token oder was? Nee, hier ist der Stimme, Papier. Ja. Gibt es vielleicht für. Ja, Licht. Licht, ja. No, he's still using it. He's got his two frequencies with the golden mean that we're talking about. What do you call a wobbly frequency? I don't know. Being listening. Well, what are his two basic frequencies then? Those ones that are. Did you see that? Did you see that? Okay. Moment, not there. Okay. You can go ahead and butt work with him, and I'll talk about the other ones. Maybe do the two same thing. Moment, guck mal, elektromagnetisch. Oder das hier ist akustisch. So, jetzt. Nein, da ändert sich gar nichts. Ja, wir machen jetzt mal. Das ist meine Probleme, sieh? Siehst du, das sind meine Probleme. Ich kann nicht arbeiten. Kann überhaupt nicht, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob... Aluminium? Wenn wir hier stellen, yes, I slow it down, it's just too fast. Vielleicht kann
Bin ich? Für wen war das bestimmt? Ja, richtig. Ja, ja, ja. I understand that you know this person that came today. The one that came today. Yeah, well, I'm not sure. I'm not sure. Maybe it's my old friend Rudolf Radke. This will be his name. Aurora? Rudolf Radke. Oh, well, Aurora is the name of a spirit that I happen to... Yeah? No, because Aurora to me is the name of my station, of my receiving station. This is my name because I told you E, O, S are the first letters of my full name. And this E, O, S is the Greek Eos, which is the Dios of the morning, the rising sun, you know? And from Eos I changed it over to the Latin Aurora. Mit dem Sonnenstern. Ja, 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 genau, exactly this one. Und das habe ich viele Male auf den Bändern. Ich habe also versucht gemacht, können wir meinen nur gedachten Stationsnamen rufen? Nicht? Nur gedacht, nicht gesprochen. Ja. Aurora, 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 ganz lang, ganzer Chor. Ja. Ja, ja. Ja, das geht. Doch, die wissen das. Ja. Ja. Für wen war das bestimmt, ja. Wir gehen jetzt erstmal mal essen. Nun rein.